Jo, geht weiter. Nice Face versus Flora. Hier in den Pools. Ah ja, okay, wir sehen Nice Face hier weiterhin mit Pyra und Mythra. Bin ich mal gespannt. Letzten Monat auch schon, glaube ich, nur diesen Charakter gespielt. Daher bin ich mal gespannt, wie hier der Progress aussieht. Beide Spieler aus Hamburg. Allerdings, ja, einfach sehr selten gegeneinander gespielt in letzter Zeit. Deswegen haben wir es einfach mal durchgehen lassen. Wer ist mein Favorit für heute? Ja, also wenn ich das so... Oh, sehr schön. Wenn ich das jetzt so statistisch belege, würde ich schon sagen, dass SCN wahrscheinlich gewinnt. Aber wir haben ja auf jeden Fall auch ein paar Spieler, die SCN durchaus besiegen können. Letztes Mal war es ja Beißel und hier Niceface auch. Beide da. In den anderen Pools. Beißel hat ja das ganze Turnier gewonnen letztes Mal. Auch das halte ich für möglich. Oder vielleicht ist es auch Niceface, der sich hier, ich glaube, einmal hat er hier schon mal gewonnen. Nochmal den Sieg holt. Aber ja, wir sehen mal. Vielleicht ist es auch das erste Mal, dass Flora gewinnt. Flora in letzter Zeit auch sehr, sehr gute Ergebnisse hier im Norden. Letztes Mal auch First Seed im Pool geworden. Und ich glaube, es war sogar Niceface, der upsetted wurde. Jetzt gerade sieht es aber gut für ihn aus. Hat hier DDD schon bei 130%, wobei es natürlich auch ein Heavy ist. Und der möchte natürlich ein bisschen Rage auch haben. Auch das wird überlebt. Und jetzt ist es natürlich schon 79% bei Max Rage. Es könnte ein Upsmash oder so. Haut Flora auch echt gerne mal einfach so raus. Oh, aber hier... Ich weiß nicht, wie das Prominence Revolt, wie heißt die Attacke? Was Attackennamen angeht, keine Ahnung. Schöner Uptilt. Der Gordo sitzt auch und das könnte natürlich jetzt eine Frame-Trap werden. Oh, okay, mit dem Uptilt. Punch, sehr gut. Also komplett wieder even. Ich stelle mir das sehr schwer vor, mit DDD gegen Mythra zu spielen. So schnell einfach. Mit Disjoints. Aus den Kombos gibt es einfach kein Entkommen. Oh. Down air into up smash. 100% wieder. Mal gucken, ob Niceface dieses Mal vielleicht früher killen kann. Weil sonst wird das, denke ich mal, so laufen wie letzten Stock, dass es dann wirklich wieder Last Hit praktisch wird, weil der Kill zu spät kommt. Und mit Max Rage
Aber der hat eine komische Hitbox, glaube ich. Also kommt öfter mal vor, dass man dann doch getroffen wird. Und das ist dann irgendwie auch nicht worth. Okay, also praktisch gleiche Situation wie vorher. Leichte Prozent-Lead, zwar für Nice Face, aber mit einem Super Heavy DDD kann sich das halt ganz schnell ändern. Flora muss aber irgendwie, ja, okay, kommt von der Edge weg. Und jetzt, oh, schön die Abby abgefangen mit der Dash Attack. Sauber, okay. Wird das hier das Upset? Letzte Begegnung von den beiden hat Flora auch gewonnen. Das war auch beim letzten LEZ im März. Oh, schöner F-Tilt. Und ist wieder even. Wer ist denn dein Favorit, Rob? Und was glaubt ihr? Wer gewinnt hier dieses Turnier? Auf jeden Fall viele gute Spieler da. Es könnte auch sein, dass Rufen sein Comeback macht und richtig eskaliert. Okay. Also jetzt sieht es wirklich ziemlich gut aus für Flora gerade. 127%. Niceface möchte noch nicht so ganz weg von Mithra. Aber jetzt kommt der Switch. Oh, killt das? Oh, oh, das hat reingekommen und noch. Das hat einfach noch reingekommen und sehr cool. Okay, Flora gewinnt also das Hamburger Derby 2-0. Sehr